Die Soulink Nummer 4 wird hier abreißen. Und ich gebe Skyguy eine Schelle, nenn mich Mike Tyson. Nee, nenn mich nicht. Was? Jawohl. Ach, Patrick, Mann. Leute, was geht ab? Willkommen zu Folge 3. Was in der letzten Folge passiert ist, unglaublich. Unglaublich. Das ist lächerlich. Wirklich, das ist pure Lächerlichkeit. Seht euch mein Team an. Ich habe jetzt gelevelt. Ich habe auch wirklich hochgelevelt, muss ich sagen. Wie wollen wir denn mit dem Team irgendwas machen? Es ist, finde ich, nicht möglich. Ohne Witz, ich sehe das als nicht möglich an, weil ich muss die Arena machen. Alles ist möglich. Und auch die nächste Route. Also die, da kommen wir nochmal zu der einen Route zurück. Da ist so ein alter Mann im Weg und die Route muss ich auch noch schaffen, bevor wir den nächsten Encounter holen müssen. So, das heißt einmal Arena, den Scheiß, der jetzt kommt. Wie? Wie soll das gehen mit einem Tampignon und wie heißt dieses Viech? Ich habe schon den Namen vergessen, weil das so behindert ist. Ich hab verstanden, I soll das gehen. I geht das. Nee, Alter, ohne Witz. Ah nee, das ist Patrick oder was? Ah nee, der andere war... Ich sehe keine Möglichkeit, hier durchzukommen. Nein, ich hab nicht von euch gehört. Wer seid ihr? Seid nicht Team Plasma. Wie heißt das Team überhaupt hier nochmal? Das ist Team Plasma. Oh. Hausmeister, wer auch immer. Dann wirft er mir noch scheiß DM in die Eier, Junge. Frustration, ja, weil du frustriert bist. Patrick, wo bist du, Alter? Du Spasti, komm nie wieder, Mann. Wer jetzt kommt, Patrick? Ich hasse Patrick, Alter. Ja, ich habe ja eine bestimmte Taktik, die ich fahren werde, weil sonst kann ich es nicht schaffen. Wachstum, Boost, Geduld, Megasauger, Erstauner ist das Set. 30 Anzeigen wegen Scheißbelästigung, Alter. Hast du auf jeden Fall verdient. Notre Dame hat jetzt endlich einen Step-Move mit Konfusion. Sehr, sehr wichtig an der Stelle. So, ein Gigatrain dürfte hier auf jeden Fall killen. Heute muss ich wieder eine Lega-Story erzählen. Stimmt! Eine Lega. Heute geht es um den Kokser. Was? Den was? Nein, wir haben einen Lehrer, der... Das musst du jetzt aber auch zensieren. Ja. Sein Vorname heißt... Das musst du natürlich auch zensieren. Sein Nachname ist... Was ist los mit dem Typen? Der sieht aus wie Hitler. Der hat so einen Scheitel. Hitler in der Schule. Hat noch so einen Schatten über seine Nase, dass das wie so ein Bart aussieht. Der ist Musiklehrer. Der macht seinen Unterricht wie so ein Gottesdienst. Wenn alle reinkommen, setzt sich ans Klavier und spielt so ein Intro. Nein! Und wenn alle rausgehen, spielt er auch so ein Outro. Was? Der ist mega, der Christ ist ja nicht schlimm, aber nein. Der hat auch immer die Bibel, Heilige Schrift und so. Was? Ne, oh nein. Und ein Kumpel von mir hat den auch in Religion, der meinte einmal irgendwie, wenn man eine Sünde gemacht hat, muss man sich die Hand abhacken oder was. Der ist so richtig gestört. WTF? Der sagt nicht Tschüss, sondern Wie? Ja, der sagt Wenn du sagst Tschüss, Herr Hagen. Hat er auch so eine Kutte an oder wie? Der hat zwei Pullover an. Immer zwei braune Pullover übereinander. Es sind immer die gleichen. Scheiß mal drauf, dass gerade ein Rotom vor mir ist, ne? Es sind immer die gleichen Pullover. Und die sind total dick. Und die trägt er auch im Frühling und im Sommer. Ja, das ist... Also ich muss auch sagen, ich bin auch so ein Mensch. Mir wird nicht kalt und nicht warm. Also ich kann wirklich im Sommer, ich trage jetzt zum Beispiel im Sommer eine Lederjacke. Also, ja. Ja, aber der Typ ist unnormal. Und der sagt, wie gesagt, der sagt nicht Tschüss, sondern... Der sagt nicht Tschüss. Der redet so voll komisch. Der kriegt keinen einzigen Satz hingeschissen. Also der ist redet immer so. Der ist ja super nett, Ach, also der so, ist, vernuschelt der sich das. Immer so, oder was? Nero, Kasse bitte, pst. Wenn der Leute dazu bringen möchte, dass die leise sind, dann sagt er immer, Was? Also kann er sich auch gar nicht durchsetzen eigentlich wahrscheinlich. Nein, kann er nicht! Okay, übelst wack. Ich kann mir den schon richtig gut vorstellen. Das ist ein richtiger Doof. Einmal, der hatte bei uns noch Mathe-Klausur. Junge, ein Kumpel von mir meinte, der kennt gar nichts. Mathe-Klausur auf sich, du hättest jemanden anrufen können, der hätte das nicht gecheckt, Alter. Der sitzt da einfach nur. Aber dann ist der doch eigentlich total nett, oder nicht? Also dann müsste der ja eigentlich total lieb und nett sein, oder? Also an sich. Nein, der ist doch richtig komisch. Ich check nicht, warum man jedes Mal auch in Musik Hausaufgaben aufgibt. Ich habe noch nie Hausaufgaben gemacht bei dem und der kontrolliert das ja auch nicht. Ja, yeah. Hausaufgaben generell so eine Sache, also
Wurde das nicht sogar bewiesen, ist das totaler Müll ist? Ja, wurde es auch. Also, dass es halt überhaupt nicht so wichtig ist und das haben wir halt. Ja, ja. Ich krieg halt Hausaufgaben en masse auf. Deshalb wird es halt auch immer schwierig mit Let's Plays oder so. Aber Junge, der Typ. Wir sollten einmal einen Vorträge machen. Ja. Ne, Vorträge sind ja auch dazu da, dass der ganze Kurs was lernt. Dann war einmal fast niemand da. Dann trägt die eine halt über das Thema Musik in der Nazi-Zeit vor, ne? What? Der ist auch übel der Nazi. Der sieht ja schon aus wie Hitler. Aber der kennt sich doch mega gut in der, über die Nazi-Geschichte aus. Und der hat einmal ohne Vorwarnung so ein Nazi-Lied angemacht. Da kam noch eine andere Lehrerin. Das darf der doch gar nicht, oder? Ja, das darf man schon für Schulzwecke und so schon anmachen. Yo. Das war aber das Horst-Wessel-Lied, worüber wir auch einen Vortrag gemacht haben. Dann kommt noch so eine andere Lehrerin so rein. Bruder, und der macht, nein. Und der macht immer so Ear-Rape an. Der macht immer, er dreht immer auf volle Lautstärke. Einmal saßen wir alle, haben uns die Ohren zugehalten. Ah, und der sitzt da einfach ganz normal und streckt wieder ganz Zeit seine Zunge so komisch raus, Alter. Ey. Und dann kommt so eine Lehrerin, macht so richtig große Augen, kommt so rein, mega laute Nazi-Musik, so und so. Und der so, oh, dreht das so schnell richtig leise. So richtiger Volldorf, Alter, wirklich. Ey. Und Leute, wisst ihr was? Ich habe ja trainiert und hier wäre ein Mew. Leute, was? Ey, ohne Witz, also mit den Pokémon, wenn ich das schaffe, ich schieb mir eine Flasche von Lesmona komplett in den Arsch mit Videobeweis. Aua. Safe. Ich sag meinem Vater, hier, nimm das auf, ich schieb mir die jetzt komplett in den Arsch. Trocken. Mit Mikrofonhalterung. Das geht gar nicht. Nee, aber ich sehe keine Chance. Was gar nicht geht, ist, um meine Ohren mit Nazi-Musik zu vergewaltigen. Sorry, aber... Ja, das ist aber auch schon wirklich so eine Grenze, die überschritten wird, ganz einfach. Also sehe ich so. Ich weiß nicht, wie du das jetzt so siehst. Ja, also, wenn es für schulische Zwecke ist, okay, aber so ohne Vorwarnung setzt sich dieses kleine Hitler-Kind an diesen scheiß PC und auf einmal... sag mal, wo bist denn du jetzt gerade? Ich gehe jetzt zur Arena. Ich habe diese Lauro-Schule gerade gemacht. Ja, perfekt. Oh. Ja, die muss ich auch noch besiegen. Also ich sehe hier wirklich nur 0,1%, dass ich das hinkriege. Deswegen hoffe ich, dass du schnell deinen Encounter auch fängst, ne? Also ist du vor mir schnell die Arena schaffst. Ja, warte. Das wäre wirklich gut. Ich bin noch nicht fertig mit dem Told. Typen. Ah, nee. Auf jeden Fall sollten wir dann unsere Nazi-Vorträge da machen, über diese scheiß Nazi-Musik. Ja. Erstmal ist so eine dran, ne? Die macht das. Der fast keiner Kurs ist da. Die so, ja auch, sollen wir vielleicht das nicht machen, wenn alle da sind? Nee, ihr macht das ja für mich. Ich denke mir so, macht man Vorträge nicht für den ganzen Kurs? Ja, eigentlich schon. Damit jeder irgendwas lernt. Und der, nee, ist ja nur für mich. So, die macht ihren scheiß behinderten Vortrag. Der danach, ja, pst. So, hier, Rack und der andere Dödel, ihr seid jetzt dran. Wir haben genau das gleiche Thema, ich denke mir so. Das macht ja null Schüler. Sinn. Die drei anderen Schüler, die heute da sind, haben gerade genau das gleiche Thema gehört. Sollen wir nicht vielleicht mal vortragen? Das Ding ist, wir haben auch genau die gleichen Quellen benutzt. Das war wirklich alles gleich. Und nicht so, ja, sollen wir nicht vielleicht mal vortragen für das nächste Mal, für nächste Stunde, damit dann wenigstens alle da sind, damit die das vortragen. Nee, mach das ja für mich. Du hast gerade genau das gleiche Thema nochmal gehört. Warum sollen wir denn jetzt vortragen? So, Rack, dann haben wir vorgetragen noch und es war 1:1 das gleiche. Was denn? Soll ich gegen Pachirisu hat Geduld. Weißt du das zufällig gerade? Ich glaube schon, ne? Pachirisu? Ja, ja. Glaub schon. Ja. Das weißt sogar ich. Okay. Ja, das Ding könnte doch gefährlicher werden. Es sieht zwar dumm aus, so wie Zirlo, aber nein, das Ding könnte wie der schon Nazi. Ganz schön reinhauen. Hast du ein Bild von dem? Natürlich hat er Geduld, richtiger Ehrensohn. Ich wusste es. Das hätte nämlich gefährlich werden können. Ich habe, glaube ich, kein Bild von dem. Also ich habe. Ah, scheiße. Nee. Das ist ja auch verboten, ne, von Lehrern Fotos zu machen. Ja, dann muss ich einfach nur auf die Homepage von meiner Schule gehen, da finde ich Fotos. Ich habe dir ja auch den Meme gezeigt. So, jetzt dürfte er erzeugen. Fehlgeschlagen, Megasauger. So, jeder Kill Arena, ist wichtig, ne? Ja. Oh, fuck. Was ist das denn für eine komische Arena? Das ist einfach eine Schule. Ja. Perfekt zum Thema, oder? Hier ist dieser scheiß Lehrer, Mann! Nein, Spaß. Auf einmal ist Sharon so der Lehrer.
Und Jerry, ja, genau. Ach genau, okay. Und der Schulhof ist die Arena oder was, ey. Ja, genau. Der heißt Guido. Und der hat auch so Haare wie Guido Kanz, Alter, guck mal. Wer ist denn Guido Kanz? Das ist der von Verstehen Sie Spaß, kennst du den nicht? Der mit den richtig hellblonden Haaren. Ah doch, jetzt weiß ich's. Ja, doch, 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 doch. Oh lol! Ja, dem, das ist... Ich weiß nicht, ob ich das erzählen kann, doch kann ich. Das Guido Kanz kommt ziemlich aus meiner Ecke. Der ist auch immer bei den Karnevalssitzungen bei uns dabei. Okay. Und der hat sogar mal kurz, glaube ich, in unserem kleinen Dorfverein, der hier direkt vor meiner Haustür ist, auf dem Fußballplatz, da hat er mal Fußball gespielt. Und alle auch immer so, ey, Guido, pass mal, Guido! hast du jetzt schon den ersten Trainer besiegt? Bist du schon, wo bist du jetzt genau? Wir sind kein Trainer. Wissen. Doch, 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 die musst du besiegen, um Sharon zu besiegen. Ach, ich muss die erstmal ansprechen. Ja, du musst sie, genau. Das ist das Problem. Oh, ich hoffe, die haben jetzt keine krassen Motherfucker. Ach, du hast ja deinen Töter, mit dem du alles rasierst. Ist Sharon? Ja. Lol. Der hat jetzt hier die Rolle als, ja, als Arenaleiter übernommen. Was? Was für ein Bahn? Magbrand? Oh, scheiße. Was? Magbrand. Bitte, was? Den hatte ich auch gerade. Lol. Was zum Fick? Ein Drachenwuten, der ist weg. Ah, ich glaub's sogar nicht. Ich glaub's sogar nicht. Level 9, doch. Doch, Mann. Ja, das Gute ist, du hast halt jetzt den übelsten Motherfucker. Das ja, ist klar. Halt wirklich stark. Oh, Genauigkeit sinkt. Das ist nicht gut. Ja, mit Rauchwolken, ne, wahrscheinlich. Ja. Ja, richtiger Hurensohn. So, ich weiß nicht, ob ich noch was zu dem scheiß Musiklehrer sagen muss. Nee, eigentlich hast du, glaube ich, echt alles erzählt. Und der Typ, nee, ist jede Stunde crazy. Ist irgendwas. Also, ich könnte eigentlich stundenlang über den erzählen. Aber ich glaube, das Wichtigste habe ich erwähnt. Nein! Oh, Mann, ey. Oh, sehr gut, sehr gut. Warte, ich kann Kopfnuss lernen. Mit wem? Mit Töter. Ja, mach das, mach das. Das ist eine richtig gute Attacke. Für definitiv. Energiefokus oder was? Was hast du noch für Attacken? Tackle, Tackle kann weg. Tackle, ja, Tackle weg. Tackle. Mann, Lauro, jetzt halt doch mal die Fresse, ey. Danke. So, nice, Alter. Und so, Vogel Jesus. Erreicht Level 11. Grimasse. Bringt das was? Ja, nee, würde ich ihm jetzt nicht beibringen. Er hat echt ein gutes Moveset, habe ich gesehen. Also ja, okay. Hast du ja gesagt, der Flügelschlag, Steinwurf, beide Step-Attacken. Ja, okay. Der Typ ist echt nicht schlecht. Ja, SV Darmstadt halt. Schalellos. War das nicht Gastmann irgendwie? Ja, richtig. Warte mal, WTF? So, dann setze ich gleich mal Kopfnuss ein. Warte mal, Lauro ist doch zurück ins Haus gegangen. Hast du doch auch gesehen, ne? Ja, genau, da musst du da rein. So. Nee, genau, ich hab den da besiegt. Also diese zwei Spastenkinder. Ja, jetzt kannst du dann, in die Arena. Dann geht der doch wieder ins Haus kurz zurück. Der hält dich nur auf, labert dich voll. Ich hab einen riesen Cock, bla bla. Keine Ahnung. So, dann geht der wieder rein. Ich laufe weg, auf einmal steht er wieder oben. Wie hat er das gemacht? Der cheatet. Das ist mir auch aufgefallen. Der cheatet. Hä, ist das Zielo? Aus dem Tendo-Let's Play, da hat er auch Cheater genannt. Macht der jetzt Zielo, der macht dir die Customized Start. Oh. Also Leute, ne, so sind wir echt nicht drauf. Das hätte man vielleicht in Hard Gold denken können, wenn der Turbos hat und ich selfe, das war ja... Ohne Witz, es gibt bestimmt immer noch Leute, die denken, das ist Müll. Aber nein! Das war aber wirklich... Das Junge, diese krank. Musik am Anfang ist wie bei Scheiß, wer wird Millionär? Da ist auch am Anfang... Ist doch so. Ist dir das mal aufgefallen? Warte, ist Pflanze sehr effektiv auf Vogel? Weil der hat ja auch den Gesteinstypen. Ist neutral dann. Das ist ein bisschen scheiße, aber also ist neutral. Nee, dann Flügelschlag und dann zerstöre ich mit den. Wem bist du denn drin? Also wer ist denn der Gegner? Reptine. Sehr sick. Boah, Flügelschlag, One-Hit. Alter, ich habe so ein krasses Team, das ist nicht normal eigentlich. Ja, Das ist echt nicht normal. Level 12 ist der schon. Shinux! Oh, wie schön. Also ich finde die Arena echt cool. Das ist doch dieses Elektro-Pokémon, ne? Ja, genau. Die Vorentwicklung von Victoria. Ja, dann sollte ich hier raus. Ja. Wer ist ja, Victoria? Ja. Hä? Victoria aus meiner, aus der Soul Link. Ja, schon tot. Kennt ja, man schon stark. Nicht mehr. Ja. Sharon, ich bin in der Schule, ritz mich, Ülof, der Amok. Der hat Bedroher. Ja. Aber ist ja egal, wenn du mit Dingens drin bist, mit deinem Drachenwut-Pokémon. Ja, weil Biss killt den komplett.
Ja, außerdem ist es resisted, das, seine Snap-Moves, also von warum daher geht das juckt. Denn daneben, Alter? Und jetzt so, dann lassen wir mal hier Notre Dame. So, wie war denn die Arena? Glocke? Ich bin schon jetzt bei Sharon, ne? Ich hab echt stark, okay, okay. Sehr gut, sehr gut. So, ich bin jetzt auch in der Arena. Bist du bei der Arena schon? Ich bin jetzt in der Arena. Erster Trainer. Du musst das jetzt schaffen. Ich muss das auch schaffen. Du hast so ein Müllteam. Oh, fuck. Das ist unglaublich. Das erste Pokémon ist schon ein richtiger Abfuck. Ah, also ich sehe hier keine Chance. Warte, warte. Ich sehe dich schon wieder. Fang mich wieder an zu ritzen und will jetzt kämpfen. Ich ritze mich in der Schulkabine. Oh Gott. Ja, ihr merkt wieder, es ist schwärzter Humor. Der schwarze Humor wie von Schwarzen. Mann. Mantax. Welches Level hat denn der Arena-Leiter? Also Mantax hat Level 11. Oh, scheiße. Okay. Ja, das Ding ist halt. Ja, also 15 mit beiden. Ach, damit du Attacken überhaupt. Ja, damit ihr Attacken erstmal habt und zweitens, die haben ja so eine Müllverteidigung. Es ist Schwanz mit Soße, da kann auch Level 3 Pokémon. So, ich mach jetzt einfach Drachenwut, damit Mantax schon mal weg ist. Ja, das ist eine gute Idee. Du musst das auf jeden Fall schaffen. Das Ding ist ja einfach. Also, ich glaube, dass du ja null Probleme in der Arena kriegen wirst. Aber ich habe ein fettes Problem. Es ist so geil mit Töter, der Taubos! Alles. Pio, ach, das ist irgendwie Pio Chiller, irgendwie sowas, irgendwie so ein scheiß Pokémon. Pico Chiller. Ja, genau. Das ist stark, das ist stark. Ist dein letztes Mon. Ja, das ist aber relativ gut. Ja, Drachenwut sollte ihn töten. Duplexieb kommt, macht sehr wenig Schaden. Taubos ist ein Problem. Ist er tot? Er ist tot! Ja, perfekt, Arena geschafft. Ey, das ist so ein... Ich glaube, ich krieg aber Probleme jetzt. Todesteam, das ist unglaublich. Oh mein Gott, ich glaube, du musst treffen. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich glaube, ich habe ein Problem. Ich glaube, jetzt wird's kritisch. Nein, du musst das schaffen. Ja, ich weiß. Oh nein. Nicht Töter sterben, wenn musst du den anderen opfern. Nein, Töter darf nicht sterben, sonst habe ich ein Problem. Fuck, scheiße. Warte, tötet ein Crit? Nein, tötet es nicht. Bitte, bitte, bitte. Windstoß! Kraftschub. Oh mein Gott, wie viel Töter... Ah, das geht. Bringt das? Ja, ich treffe! Ich treffe! Okay, okay. Ich muss jetzt einen Trank einsetzen, weil ich darf keinen Critical Hit riskieren, weil beide Pokémon, die sind zwar ultra wack, aber ich brauche beide. Okay, okay. So, warte mal. Trank eingesetzt. Bringt mir Kraftschub irgendwas. Auf wen? Auf wen? Anwender, ja, auf irgendwen. Nee, eigentlich gar nicht, nö. Angriff und Spezialangriff erhöht. Wäre das nicht top für... Fuck. Wäre das nicht top für Töter? Der Mixer! Angriff, Spezialangriff erhöht. Oh, oh fuck, bitte. Yes! Ja! Taubos ist down, bitch! Was ist denn jetzt wieder mit dem Controller los? Das war sehr wichtig. Der hätte mich gecritet mit Ruckzuckhieb. Oh mein Gott! Hallo, warte. Ich mein Controller geht gerade wieder nicht. Wieso? Keine Ahnung. Bada 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 bü. Ah, ich habe jetzt auch die Sinelbeere bekommen, die gebe ich auf jeden Fall noch den beiden. Controller! Pokémon. Zack. Das reicht. Ich muss hier Safety First gehen. Geben. Hast du denn genug Pokebälle? Hast du alles vorbereitet? Hast du genug Tränke? Ich mache jetzt einfach einen Neustart des Spiels während dem Part, ist mir scheißegal. Ja. So, let's go, Notre Dame. Ah, jetzt geht's wieder. Ich bleib mal mit Notre Dame vorne. Ich hoffe, jetzt hat er irgendwie kein Skuntank mit Verfolgung, weil dann bin ich T.O. Doppel-T. Soll ich echt mal auf Töter Kraftschub machen? Ich war... Alter, was? So, Link ist vorbei. La la la. Wieso denn? Na, ein Keldeo. Na, oh. Na, na. Ah, super. Was meinst du, was wäre besser? Energiefokus oder Kraftschub? Ist doch egal, ich bin jetzt tot. Nee, jetzt mal abgesehen davon, dass du tot wärst. Was wäre besser? Was? Energiefokus oder Kraftschub? Energiefokus in Kombination mit der Kopfnuss. Ist das dann Energiefokus besser? Weil du dann halt sehr hohe Wahrscheinlichkeit hast zu critten. Ach stimmt, ich hab den Stab-Move! Ich hab aus Versehen gerade Energiefokus vergessen lassen. Ja, ist nicht so schlimm. Also, ist jetzt kein Drama. Keldeo, bitch!
Fick dich! Warum sind denn die Controller-Stats auf einmal so komisch? Ich hab die Knöpfe komplett anders belegt, Mann. Habt ihr schon mal gesehen, dass ein Kingpin ein Keldeo voll weggefickt hat? Nein, hier ist der Beweis! So, ich muss jetzt das Spiel nochmal neu starten, sorry. So, warum sind denn hier zwei Controller? Hallo? Es reicht. Wie zwei Controller? Hast du nicht eine Controller-Einstellung? Nee, angeblich sind zwei Controller hier gerade. Kannst du nicht, den einen kannst du doch löschen, oder nicht? Ja, hab ich jetzt. Ich habe jetzt beide gelöscht. Es reicht. Es reicht mir jetzt! So, Toad, Plinfer, Mann, was soll Besieg das denn? Ist. Oh, ich habe übrigens. Ja, ich habe jetzt doch. Ich habe jetzt doch noch. Energiefokus, weil ich habe jetzt gerade. Den Safe neu geladen. Ja, okay, dann ist das umso besser. Plinfer ist down. Und jetzt muss ich zum Arena-Leiter. Jetzt entscheidet sich alles. Wirklich alles. Stopp. Mit wem soll ich den Scheiß starten? Mit Notre Dame, würde ich behaupten. So, ich mache jetzt mal meine Control-Configs hier, während du Dingens machst. Ja, ich sehe aber keine Chance. Charon, let's do it, Battle Bitch! Ah, jetzt ist wie vorher. Danke sehr. Plaudergei! Was ist irgendwie? Ist irgendjemand tot? Nee, noch nicht. Hey, du, dann schaffst du das ja vielleicht. Wo soll ich jetzt eigentlich vielleicht hin? Du musst einfach die Route weiter. Weißt du noch da, wo du den Flapdrix gefangen hast? Welche da standst du, alter Route? Mann. Bruder. Ja? Da, wo du Flapdrix ja hast. Da gibt es, geht's nach, auch nach rechts, da ist so ein alter Wanderer, vielleicht hast du ihn schon mal bemerkt. Jo, er crittet mich direkt. Rückkehr, könnte ich das irgendwie geben? Nee, macht nicht so viel Sinn auf den Pokémon, die du spielst. Oh, doch, mach das! Wickel weg, sehr gut. Nur noch ein Pokémon hat Charon. Wieso, Caster? Oh nein, die Scheiße ist auch wieder zurück. Vistocaster. Der Skype-Fake. Ich hab TS, Junge. Hallo. Es gibt Scheiß auch inzwischen Discord. Schon mal davon was gehört? Oder es gibt auch ein Mobilfunkgerät. Ja. Wie das fett gibt es ist auch dieser Vistocaster überhaupt, Alter? Ich glaube, ich schaff das nicht. Doch, schaffst du. Ich weiß. Bist du schon bei Charon? Ja. Ah! Erstes oder zweites Mon? Zweites, letztes Mon. Ach, du schaffst das da. Ich glaub schon. Wer ist denn das zweite Mon? Capoeira. Und er crittet mich. Nein, doch nicht. Warum hat er so viel Schaden gemacht? Oh, lol. Ja, Kaldio hab ich getushottet, Digga. So, er pumpt sich auf. Das ist natürlich jetzt ein riesen Risiko. So, jetzt. Scheiße, wenn er jetzt nicht crittet, gewinne ich. Wir beten, Jungs. Wir beten jetzt. Wenn er jetzt crittet, habe ich verloren. Wenn nicht, habe ich gewonnen. Fegekick. Er crittet! Die labern hier nur mit ihrem Ziel. Mann, ist ihn eine Beere triggert? Ich bin zurückgeschreckt. Was? Seit wann kann Fegekick zurückschrecken? Ich bin schneller. Megasauger. Macht der Match. Wie viel? Oh mein Gott, das ist gar nichts. Hä? Hallo? Das ist gar nichts. Crit? Er crittet! Kann ich mal diesen Gear da unten ausmachen, Alter? Er crittet. Ich setze jetzt das Tafelwasser ein, was ich von dem scheiß Arena-Spaß die bekommen hab. Auf 50 KP. Fegekick. Wert ab! Und! Warte, wenn ich jetzt einmal Wachstum einsetze und einmal Megasauger, habe ich gewonnen. Warte, nee, ich gehe das Risiko nicht ein. Schon. Einmal Megasauger, meine Fähigkeit könnte auch triggern. Tut sie nicht. Ich schrecke zurück, du Hurensohn. Megasauger. Leute. Er ist im roten Bereich. Vergeltung. Aber er wird jetzt einen Tank einsetzen. Das werde ich... Oh mein Gott, das macht so viel Schaden, Alter. Das werde ich nutzen. Alter, warum einmal ist Wachstum. Geheilt? Ja, der Trank, der war predictable. Wachstum. Was ist da drüben überhaupt los? Schaffst du das jetzt oder nicht? Sieht schlecht aus. Ist irgendjemand tot oder kurz noch nicht, davor? Aber ja, kurz davor. Fegekick. Ja, dann opfer wenn ich jetzt zurückschrecke. Ich brauche Dingens, ich brauche Töter. Unbedingt. Chill.
Im roten Bereich ist er. Er hat keinen Trank mehr. Dürfte er nicht haben. Wenn er jetzt crittet, ist es vorbei. Ich mag dieses Bier da unten nicht. Wie kann man das ausmachen? Hast du gewonnen? Gewonnen, Bitch! Ja! Ja! Ah! So, Jungs. Fickt euch! Wer jetzt sagt... Oh Gott, ey. Mann, das ist so langweilig, die Story. Halt's Maul! So mache ich mit deinem Kopf, habt ihr verstanden? Hallo, ich will das nicht wissen. So, und jetzt fickt euch! Falls sieht der Kampf richtig Gott. Gut und ich gehe mich jetzt erhängen. So, der Part ist vorbei, ich gehe jetzt kacken. Tschüss. Bah! Yeah.